Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mythische Wunder, die Reise zum Stein der Weisen. Hier ist Sabine, die Kat. Wir schnappen uns noch den Stein hier. Und bevor wir jetzt weitergehen, muss ich noch einen Schritt zurück machen zur Windmühle. Wir haben nämlich hier vorne das Moor für Objekt Nummer 12 vergessen. So, dann können wir wieder vorgehen. Gehen rechts rüber zum Plateau. Hier links haben wir Morphobjekt Nummer 13. Dann gehen wir ganz links her. Mit dem Stein können wir den Kürbis zerschlagen. Bekommen Norden und Samen. Den Zettel nehmen wir mit. Nummer 4. Außerdem ein Steinemblem. Gehen rechts zum Baum her, fügen unsere Glasfrüchte ein. Bringe die Äste auf die gleiche Höhe, indem du auf die Früchte tippst und sie umhängst. Die Zahlen auf den Früchten zeigen ihr Gewicht an. Wir brauchen auf der rechten Seite die 11 und die 15 können wir lassen. Wir benötigen die 2 hier drüben. Und das war's auch schon. Wir bekommen das zweite Gemäldefragment. Also 11, 2 und 15 müssen auf der rechten Seite hängen. Gehen weiter zum Vogelgehege. Mit dem Artefakt machen wir uns Licht. Wir benötigen den gelben Stein. Das nächste Morphobjekt, Nummer 14. Dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen ein Gemäldefragment, Propangasfackel, Trommelstock, Glasschneider, Glashäschen, Trompete, Mikrofon, dann öffnen wir den Koffer, Kristall, Beutel, Blatt, Bauklotz. Und die geschnitzte Kugel. Gemäldefragment Nummer 3. Hier rechts unten Code Nummer 5. Gehen wir zu der Figur hierher. Da hängen wir die Birne auf. Okay, können wir noch nicht aufhängen. Gehen zurück zum Thron der Luft. In der Mitte können wir die Gemäldefragmente einfügen. Wähle die Bildfragmente aus und ziehe sie an die richtige Stelle, um sie zu vertauschen. Verschiebe alle Teile, bis das Bild vollständig ist. Dann erhalten wir den Kristall und einen Code.
Gehen weiter zum Plateau. Vorne zur Statue, da kommt der Steinemblem rein. Da brauchen wir jetzt auch den Code, dann erhalten wir die Zeichnung. Und jetzt gehen wir zum Plateau. Finde die Unterschiede zwischen den Statuen und der Zeichnung. Wähle jeden Unterschied aus, um ihn zu entfernen. Da haben wir mal hier die Frisur, die Kette, der Hut. Der Bart. Und wir bekommen eine Schale. Gehen weiter zum Vogelgehege. Rechts kommt die Schale mit den Samen rein. Wir halten Westen. Gehen vor zu der Statue zum Spiegel mit dem Diamant. Können wir das zerschneiden? Okay, zuerst brauchen wir den Zettel. Luft rauscht und sinkt. Alle waren von Tantalus Übeltaten entsetzt. Er wurde dazu verdammt, in einem Teich unter einem Obstbaum mit niedrig hängenden Zweigen zu stehen. Wann immer er versuchte, eine Frucht zu erlangen, hoben die Zweige diese außer Reichweite. Und bei jedem Versuch, einen Schluck Wasser zu trinken, versickerte es, noch bevor ein Tropfen seine Lippen benetzte. Ewiger Hunger und Durst waren seine Strafe. Süden. Und gehen wir zu dem Kopf her. Jetzt können wir die Birne aufhängen, nehmen das Artefakt, Wasser. Und wir erhalten Osten. Gehen zurück zum Thron der Lüfte. Da fügen wir jetzt unsere Himmelsrichtungen ein. Das Artefakt kommt wieder ins Spiel. So, wir brauchen wieder die richtigen Symbole. Wir fangen mit diesem an. Das hier. Das hier oben. Das hier. Und zu guter Letzt das hier. Whoa! Am I in space? I can see nothing but the universe and the stars through the windows. Das nächste Morph-Objekt Nummer 15 hier oben. Dann haben wir Ouroboros-Fragment Nummer 1. Schauen Sie sich das Wimmelbildspiel genauer an. Wir brauchen Luftdruckmesser, 2 Stück. Einen mechanischen Fuß. Schraubzwingen. Papierflieger, Scharniere, Maßband, Hammer, Paprika, Haken, Uhr. Dann nehmen wir den Schraubenzieher. Hier hinten schrauben wir die Abdeckung ab. Die Glühbirne kommt hier rein. Der Bohrer in die Bohrmaschine. Der Schalter zu der Maschine. Dann haben wir die grüne Glühbirne. Und das war's auch schon wieder. Wir bekommen einen Schraubenzieher. Links her. Mit dem Artefakt und dem Wind. Verwenden wir die Spinne. Die Ölkanne nehmen wir mit.
und den Hammer. Dann gehen wir vor zum zu dem Raum hier. Only the stars have the answers? What does that mean? Why does he have to speak in riddles? Das nächste Wimmelbildspiel hier vorne. So, wir müssen die Sachen hier finden. Wir bekommen Jupiter. Gehen weiter rauf zum Sonnensystem-Modellraum. Rechts die Aale. Gehen zum Regal. Mit dem Hammer zerschlagen wir das Schiff. Erhalten Merkur. Gehen zurück vor zum Glasraum. Rechtsreliefstück. Mitte plus Hammer als Werkzeug. Wir erhalten den Tresorschlüssel. So, gehen jetzt zurück. Rein zum Teleportgerät. Da benutzen wir wieder unser Artefakt und machen Licht. Mein Lebenswerk, mein Magnum Opus, so nah und doch so fern. Vielleicht kann ich ja auf andere Weise an den Stein gelangen. Ich brauche anscheinend jemanden reinen Herzens, um den Stein zusammenzusetzen. Und ich glaube, ich kenne auch schon jemanden. Meine liebe, süße Nichte. Hahaha. Sie wird nichts ahnen. Ich werde sie unter einem Vorwand hierher locken. Sie wird all meine Arbeit erledigen. Doch den Ruhm werde ich einheimsen. Mit dem Stein werde ich zum mächtigsten Mann der Welt. Zum Weltherrscher. So, jetzt gehen wir in die Mitte vor. Da fügen wir den Tresorschlüssel ein. Wir haben jetzt die Zugangskarte. Gehen auf die rechte Seite her, mit der Aale machen wir ein Loch in das Ölfass, mehrere, füllen unsere Ölkanne auf und dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!